Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge One Piece Odyssey. Wir sind immer noch in den Staubruinen, wo wir beim letzten Mal alles gedreht haben. Wir stehen jetzt also praktisch auf dem Kopf. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das dürfte der Eingang sein. Oi, Kita ni wa sakki mo itta daro ga. そまりもは黙ってな。こっちはさっきまで上に続いていた階段だ。砂だらけの部屋だな。 Also Leute würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das wird bestimmt kurios und verwirrend. Dieses Raum auf den Kopfstellding. Kommen wir schnell nach oben, wenn wir runterfallen oder so. So, ich krieg's gar nicht, oder? Wir haben hier aber auch nicht wirklich großen Weg, außer den an den Schnecken vorbei. Hier ist nichts. Hier kommen wir nicht hoch. Können wir denn da reinklettern? Schade. Vielleicht hätte ich einfach, bevor wir das nach oben gedreht haben, hier mal reingehen sollen. Hier geht's rein. Schön. Na, oh, Gesundheit. Wie süß. Also wenn ich niese, explodiert das Haus. Da fand ich Choppers Niese gerade schon deutlich süßer. Benami bekommt man so wenig Fragmente. Oder ich habe sie alle übersehen. Okay, tauschen wir Chopper aus. Gegen... So. Ja, zumindest kein Typennachteil. Ja, Tori no Devanke. Und dann würde ich eigentlich mit Nami anfangen. Lief doch gut. Schön. Ein japanisch Lernfortschritt ist übrigens folgender, dass ich die Hiragana mittlerweile alle kann. Und wir jetzt daran sind, die Katakana zu lernen.
und ein bisschen so die ersten Sätze zu formen. Ja, das dachte ich mir schon. Dass wir hier vorher hätten sein sollen. Ach, schade. Aber wir sind zumindest an die Kiste gekommen. Konnte man ja jetzt auch nicht zwingend wissen. Dann werde ich aber erstmal die anderen Treppen noch ausprobieren. Ob es da was Neues gibt. Der Käfer hat voll den Dörfer Blick. Lady ga matte ru tte iu no ni. Mattaku yabo na yatsura da ze. Party Table Kick Call. Nee, das war nicht so effektiv. Du bist gegen ihn nicht so effektiv, aber gegen die Robben. Verfehlt? Was? Das war auch neu. Aber okay. Widerstand, der hat einen Widerstand dagegen. Dagegen hast du keinen Widerstand. Ich glaube, der Knight hat eine gar nicht mal so starke Attacke, aber ich komme nicht ran. Ach, okay. Dann muss ich den machen. Total der Derby-Blick, der Käfer. Was hat er genommen? Der sieht nicht so gesund aus. Wenn ich schon wieder alle Punkte verbrauchen. Captain Usopp. So, beim nächsten Lagerfeuer muss ich übrigens mal tatsächlich wieder Essen herstellen. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja im Lysop-Kampf total viel verbraucht haben. So, Robin-Würfel-Fragment. Ja, da habe ich nicht so viel Wahl. Der muss der Crab mal gelevelt werden. Aber ich mag den Crab. Leider wirkt er ja nur bei männlichen Gegnern. Männlichen, menschlichen Gegnern.
glaube, wir haben alles in dem Raum. Dann haben wir den zumindest gelootet. Und ja. Drehe ich den Raum erst oder gehe ich erst in den anderen Kopfüberraum? Ich glaube, ich drehe den erst nochmal um. Jetzt muss ich herausfinden, welche dieser Türen es war. Gehen wir mal da lang. Yoshi! Ue, ich go! Nani ga aru no ka tanoshimi da na. Ich meine, die Statuen sahen sehr tödlich aus. Also, sahen sehr totenkopfmäßig aus. Was ja schon bedrohlich wirkt. Ist das der richtige Raum? Ich hatte halt erwartet, dass das andere mit dem Licht der richtige Raum ist. なんか上で光ってるぞ。何かの紋章のようね。あの形、さっきの台座のくぼみと同じ形してない？六角形だな。でも随分高いぞ。どうやって取る？何か仕掛けがあるのかもな。 Ja gut, wenn wir den Raum jetzt aber auf den Kopf drehen, ist dann wieder nur Sand. Also wir müssen erst dafür sorgen, dass der Sand da nicht mehr ist. Bevor wir es drehen. Upsi, das war nicht die Attacke, die ich eigentlich ausführen wollte. Aber auch bevor. Achso, wann ist der auch dabei? Das ist der Knabe. Lästige Käfer zertritt man. Warum ist dieser normale Angriff ineffektiv bei Adia? So, und jetzt darf ich nun wieder nicht wieder die falsche Attacke auswählen. Santoryu Ogi! Sanzen Sekai! Das hat jetzt funktioniert. Ich will meine Kiri in Deutschland kriegen. Seltsam. これは戦士だ。みっともない姿は。何？いや、待ちなさい。こんな。光栄お嬢ちゃんだ、ナミ君。そう？まだまだこんなもんじゃないわよ。疲
少しは強くなれたかしら。So, wie bekommen wir den Sand aus diesem Gang? Ich hab grad eigentlich keinen Kopf, mich mit dir zu sprügeln. Zenbu kechirashiteku shika nasasou da na. Michi ga kowareteru.これじゃ向こう側に行けないわね。Offenbar ist da drüben was, aber wie es aussieht, kommen wir da jetzt nicht hin. Ja. Aber wir waren ja schon auf anders gedreht. Oh, Kabutomushi da! Lady には指一本触れさせぬ。Dann war Sand das Problem.Vergesse ich, wie stark Zoros normale Angriffe halt auf uns sind. Lady-ga matteru tte iu no ni, mattaku yabo na yatsura da ze. Kikane na. Ikusu wa! Ore ni tsuite koi! Makasete!Wenn Nami Sanji hilft, ja das schon. So habe ich die Typ-Vorteile aufgeteilt auf beide. Und ich brauche sie gar nicht mehr. Zu viel Kopf gemacht mal wieder. Yoku oboetoke. Kokku ni sakarau to itai me miru tte na.Ah, ein Chopperwürfel fangen wir nicht. Das ist doch schön. Er kann die zweite Attacke auf Level 2 bringen. Du musst irgendwie da hinkommen. Auch weil da was glänzt. Und das mit dem Sand, das Problem, bekomme ich auch nicht gelöst.Das hätte ich fast übersehen. Gut, dass ich ihn nicht hab. Man kann nie genug Würfelfragmente haben. Das ist der Ding da drüben. Ach, das kann ich auch so schnappen. Ja, okay. Aber dann ist dieser Raum so sinnlos. Aber wenn wir ihn drehen, wird der Sand in der Mitte landen. Das ergibt halt keinen Sinn.Dann vielleicht doch erst der andere Raum, der Lichtraum. Dann will ich aber kurz zwischenspeichern. So, Lichtraum. In dem war mir ja noch nicht, als alles kopfüber stand.
Hä? Ich bin in den Raum zugerannt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich meine, da wird ja Sand in der Mitte liegen. Ja, ja, ich bin falsch. Ich sag ja, der Raum, der Palast, die Ruine wird mich komplett verwirren. Mit dem Kopf über den. さっきまで下にあったフロアに続く階段か。しかし逆さまになっても階段になって。 Den alten konnten wir nicht aktivieren, weil der voller Sand war. ゆかにあった装置が天井に張り付いちまってる。これじゃ操作できねえぞ。大丈夫だ。こんくらいなら伸ばしは届く。それにしても、結構な数の装置が砂に埋まってたのね。 Okay, du sagst, du kannst sie trotzdem verwenden. Wundert mich, dass die Schatzzonen nicht runtergefallen sind. Erstmal herausfinden, wie die stehen müssen, bevor ich hier wild einmal rumprobieren bin. So, Sanchi, auch für dich noch was. In diesen Ruinen sind tatsächlich immer viele Würfelfragmente, außerhalb eher weniger. また砂ぼこりが。なあ、結局この場所って何なんだ？フロア全体を反転させて砂ぼこりを舞い上げるための区画かしらね。正直何のためかはわからないけど、きっと何か意味があるはずよ。 Genau, das ist der, den wir ja vorher nicht umlegen konnten, oder? Ne, dann müsste ja der sein. Das ging ja ziemlich einfach auf. Wir haben ja auch schon Vorbereitung getroffen. Wir kommen aber nicht noch in den Raum. Anscheinend müssen wir nochmal drehen. Aber das ist ja nicht das Problem. Das können wir offenbar beliebig oft machen. Es wäre komplizierter, wenn wir das nicht beliebig oft machen könnten. Oh, mag diese Schnecken nicht. Was bist du eigentlich? ちょっとやばいかも。行くよ。 In den Affen sind wir leider schwach. サンダーランスクープ。 レディーが待ってるっていうのに、待って。
Hey, aber Zorro ist stark gegen den Affen. Das ist doch mal was Schönes. Er muss aber schon angeben, auch mit diesen Schüssen. Es würde reichen, sie einfach nur auf die Gegner zu lenken. Aber ich mag das Muster von dem Affen irgendwie. Und die Farbe. Aber das wird nix. Ah, er zeigt mal einen anderen Angriff. Okay. So, ich will auf jeden Fall das Item, das hier liegt. Ein Schlummerfalter. Was auch immer mir Käfer bringen. Ah, Essen. Bei Essen freue ich mich doch immer. Noch ein Würfelfragment. Wieder von Lissop. Okay. Beschwör mich nicht. Hauptsache Würfel. So, der Feuerstern. Dann fehlt nur noch das Gummi. So wirklich viele schreckhafte Ziele gibt es gefühlt gar nicht. Da drüben? Das wäre da diese verdächtige Tür, die wir von der Umdrehung des Raums gesehen haben. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal in den Raum auf der anderen Seite, den wir ja eben geöffnet haben. Ich sehe ja keinen Lichtstrahl, den ich irgendwie über die oberen Spiegel gerade bündeln konnte. Leider. Ich glaube, da war ich schon. Okay, dann nochmal umdrehen und zurückkommen. Also umdrehen und nach unten gehen.
Dann hoffen, dass da irgendwas drin ist, was uns auf der anderen Seite hilft. Genau, die Tür ist offen. Sieht übrigens aus wie so ein Hyrule-Zeichen, irgendwie mitten aus Zelda rausgenommen. Sind das höchste für Multi-Angriff. Santoryu Ogi! Sanzen Sekai! Nami-san! これが終わったらスイーツを作るからね。Er hat Technik. Ich habe beide mit Geschwindigkeit leider schon ausgerüstet. Dann höchstens noch Nico Robin dazu holen. Hier ist zumindest nicht im Nachteil. Das hat sie gelernt. Also du kämpfst gegen die Echse und nicht gegen die Dinger. Er hat einen Widerstand dagegen. Eben geht's immer. Ich wollte schon sagen, Lüsse. Dasselbe war nochmal. Anta tachi nanka oyobi ja nai no yo. Thunder Charge! Gut, die Echse ist fast weg. Da hat uns echt geholfen, dass wir gelähmt waren. In Ohnmacht fallen.
Wäre schon mal nicht verkehrt, glaube ich. Ocienta Frur! Krotomano! Danke. Den Gegner einfach nicht zu sich kommen lassen, ist immer noch die beste Strategie. Na, lief doch gut, Lysop. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ohne Nami und dich wäre es gerade echt übel geworden. Was war das gerade für ein Ding? Keine Ahnung, aber wir haben, was wir wollten. Zum Podest damit. Was für ein Wappen haben wir erhalten? Es fehlt noch das andere Wappen. Wir haben halt auch kein Licht mehr, das wir irgendwie leiten können. Nicht auf der Seite und auch nicht, wenn wir es drehen. Warum auch immer? Weil die Spiegel dann waren. Und wofür auch immer ich die hier brauche. So, die grünen Dinger. Noch habe ich es nicht ganz verstanden. Und irgendwie müssen wir auf der anderen Seite auch den Sand wegbekommen vom Zeichen. Vielleicht brauche ich dafür auch erstmal nur eins der Wappen. Eins geschafft, das nächste wird aber schwieriger. Das hilft dir nicht, wir müssen den Koloss finden und unsere Kräfte zurückholen. Okay, das hat jetzt an sich noch nichts bewirkt. Mit dem anderen bin ich echt noch nicht sicher, wie ich das machen soll. Da habe ich das Ding noch nicht gefunden. Und wenn es auf dem Kopf steht, sagen sie, oh, da ist Sand. In den Spiegelraum gelandet. Ich bin halt echt eine Heldin. Aber hier ist wirklich kein Licht. Oh, diese Ruine zerstört meinen Kopf. Mein Orientierungssinn total. Ist das Rätsel um das Podest noch nicht gelöst? Wenn denn eine, habe ich ja. Der Seite hier. この程度なら俺に任せろ!
Ja, wir tauschen. Danke, Sanji. Ich gehe gegen Technik. Versuchen wir doch was anderes. Da hat er Widerstand gegen. Okay. サンダーボルト。来いよ。切られる覚悟があるならな。邪魔ね。俺たちの力見せ。 Einfach ein One-Shot für ihn. GG. So, in dieser Raum muss eigentlich doch voll leicht sein. Hier ist ja kaum was. Warum verstehe ich ausgerechnet den nicht? Ja, weil hier kaum was ist. Warum? Schade, dass hier auch die Gegner nachspawnen, weil eigentlich habe ich die ja schon besiegt. Um da hinzukommen. Widerstand. Der hat schon wieder Widerstand. Du hattest doch bis eben nie Widerstand. Dann nehmen wir halt den Hammer. いつでもいいぞ。あいつらは俺が片付ける。 Okay, Nami. Du, mach einfach dein Ding. Ich weiß, du bist gut darin, dein Ding zu machen. Ach, jetzt ist es da. Ach, Mann. Beim ersten Mal war es nicht da. 俺に任せてくれ。
俺のコテコテの力ならできる。よし、こいつだな。Es ist halt immer doof, wenn man irgendwas in einer bestimmten Reihenfolge machen muss. Arigato! Adio! Omae no nōryoku te benri da na. Maa na, kore gurai wa asameshi mae da. Ja gut. Dann haben wir es ja jetzt. Immerhin haben wir heute noch beide Waffen bekommen. Bevor wir das gleich nicht mehr können, weil wir ja wieder drehen müssen, um an das Einsatzding zu kommen. Ja, zumindest noch einen Blick riskieren, würde ich sagen. Sate, kanari susunda na. Kyozou ga detemo okashiku ne funiki ni natte kita ze. Yoshi, mihari wa ore ni makasero. Kyozou wa omae tachi ni makaseta. Omae mo tatakau. Omae ra okureru n ja ne zo. Warte, warte, dass hier vielleicht nochmal ein Speicherding ist. Komo-yaro! Nami-san ni chikazuku n ja ne? Tanonda wa yo, Sanji-kun! Nami-san! Kore ga owattara suits wo tsukuru kara ne! So, es dürfte reichen, um die blöden Schnecken zu grillen. Furumieru ashi! やってやろうぜ! Das habe ich gehofft, dass die Verbrennung und die Blutung praktisch reichen, um sie zu töten. ディナーの準備に取り掛かるとするか。 技のキレが戻ってきたか。 やったー! ここまで腕が上がるとは自分でも驚き。 お前も戦うんだよ。 今度はどんな巨像だ。
Er bringt auch Sand hier rein. Das heißt, dass diese Staubwolken aus diesem Weg, auf diesem Weg sind auch beabsichtigt. Aber wofür? Sandforschung klingt nicht ganz richtig. Sandforschung. Faszinierend. Oh, rotes Licht ist doch immer was Gutes, nicht? Okay. Ich muss sagen, wir haben fast eine Stunde. Ich laufe also eher zurück und wir kümmern uns beim nächsten Mal um den Affen. Auch wenn es bedeutet, dass wir die eine Robbe nochmal besiegen müssen, aber egal. Ich laufe zurück, wir speichern. Ich habe echt gedacht, da unten wäre jetzt einfach der Koloss, davor nochmal ein Speicherkristall und schön wär's gewesen. Wir hätten nochmal so einen letzten Blick gehabt, zumindest. Aber das läuft dann wohl eher anders. Schade auch, dass halt der Speicherpunkt auf der anderen Seite ist, sodass man immer drehen muss, bevor man in diese Tür geht. So, aber dann haben wir gesehen, beim nächsten Mal müssen wir wohl gegen einen riesigen Affen kämpfen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wahrscheinlich kommt aber beim nächsten Mal auch endlich der Wendkoloss dran. Wind? Elektro? Ich weiß gerade nicht mehr welcher. Auf jeden Fall der nächste Koloss. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann. Bye.